In diesem Video sprechen wir über den Schaufelhersteller der Schaufelhersteller, und zwar den niederländischen Konzern ASML, der für die Chipproduktion die Geräte liefert. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Guten Mittag und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gapperling und wir sprechen heute über den holländischen Konzern ASML, der im Hintergrund für all die Chips verantwortlich ist, die wir in unseren Smartphones, Tablets und sonstigen Rechnern irgendwo aktiv haben. Das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community, die von Samstag bis Dienstag läuft. Da habt ihr diesmal für ASML abgestimmt und die Aktie ist ja auch in den letzten Jahren und gerade auch in diesem Jahr sehr bekannt geworden durch den starken Kursanstieg, und deswegen schauen wir uns das heute mal etwas genauer an. Die nächste Umfrage, auch diesen Samstag bis Dienstag wieder, stimmt mit ab, welche Unternehmen dann sozusagen wieder mit reinkommen und welches Unternehmen ich als nächstes analysieren soll. Deswegen schau einfach mal in meiner YouTube-Community vorbei und gib auch deine Stimme ab. Bis Dienstag läuft das Ganze. So, jetzt schauen wir uns mal den Konzern dahinter mal ein bisschen genauer an und schauen aber wie immer als allererstes mal auf den langfristigen Chart des Unternehmens. Und da sehen wir schon, hier seit ja ungefähr 2001 bis heute hat sich der Kurs wirklich vervielfacht, hat sich extrem gut entwickelt, aber wir gucken uns dann gleich natürlich den Chart noch mal ein bisschen genauer an und auch die Historie hinter dem Konzern. Wer schon immer mal wissen wollte, für was ASML eigentlich steht, da haben wir hier die Auflösung, und zwar Advanced Semiconductor Materials Lithography. Das Ganze basiert auch darauf, tatsächlich aus einem Zusammenschluss, und deswegen gucken wir uns jetzt gleich mal direkt die Historie mit an. 1984, tolles Jahr, ist mein Geburtsjahr. Damals wurde ASM International, ein eigenes Unternehmen, zusammen mit Philips in einem Joint Venture eben diesen Konzern eingebracht, also diese Herstellvarianten, um eben Chips herzustellen, also die Geräte, mit denen dann wieder Computerchips hergestellt werden. Da gehen wir aber gleich auch nochmal drauf ein. Das Ganze wurde 1984 eben in einem Joint Venture zusammen mit Philips eingebracht. 4 Jahre später, 1988, hat dann ASM alle seine Anteile an Philips verkauft. Und auch Philips hat 1995 das Ganze dann eigenständig an die Börse gebracht. Und seitdem ist das Ganze sozusagen auch an der Börse in der heutigen Form irgendwo aktiv. Und Philips hält eigentlich kaum noch Anteile daran. Das können wir uns nämlich gleich auch mal hier in der Übersicht anschauen. Hier in der Liste der Top 10 Anteilseigner finden wir Philips gar nicht mehr drin. Ich glaube, das bereuen sie vielleicht mittlerweile. Aber wer weiß das schon genau. Hier ganz oben mit dabei Capital Research Global Investors. Die halten sogar 15% der Anteile. Dann kommt BlackRock, aber der Institutional Trust. 5,8% Baillie Gifford, Vanguard, dann die Norges Bank, Capital World, dann hier nochmal BlackRock. Dann hier nochmal BlackRock, Fidelity Management, und dann kommt hier sogar noch Allianz Global Investors mit dann nur noch 0,7%. Das sind die 10 größten Anteilseigner. Wir sehen also weder Philips mit drin, noch das Management irgendwo im größeren Anteil mit enthalten. Insofern hier breit gestreut über die üblichen Verdächtigen, die man eben so kennt. Was macht ASML denn jetzt genau? Und dann gucken wir uns die Firma dahinter noch mal ein bisschen genauer an. 1984 gegründet, so wie ich gerade schon gesagt habe, mittlerweile an über 60 Standorten weltweit, über 28.000 Mitarbeiter, über 14 Milliarden an Umsatz, die das Unternehmen mit ihren Geräten herstellt. Dabei, wie gesagt, nicht ganz so bekannt wie vielleicht ihre Kunden, die dann ihre Produkte wiederum einsetzen. Taiwan Semiconductor ist vielleicht jetzt auch noch nicht der bekannteste, aber eben auch andere Firmen wie Intel und Samsung, auch die setzen auf Geräte von ASML. Und damit man mal ein bisschen besser einschätzen kann, in welcher Kette da ASML-Produkte genau eingesetzt werden, kann man mal hier schauen. Natürlich bezieht auch ASML Geräte und Produkte von Lieferanten, aber dann stellen Sie sozusagen Ihre Lithografie-Equipment, und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, was das ist, das stellen Sie her und liefern es sozusagen an diese Foundries und diese Semiconductor, also diese Chip-Hersteller. Foundries, das sind dann im Prinzip Unternehmen oder Standorte, die für andere Unternehmen wiederum die Chips herstellen, zum Beispiel Nvidia. Die haben nämlich keine eigenen Chip-Produktionen, die nutzen dann Foundries, wie zum Beispiel Samsung oder eben auch TSMC, also Taiwan Semiconductor. Und diese Foundries sind eben Kunden von ASML, genauso wie zum Beispiel selbstherstellende Chiphersteller wie eine Intel, die entwickeln und produzieren die Chips auch selbst, aber die sind auch angewiesen auf die Geräte von ASML, genauso wie zum Beispiel Samsung. Insofern sind hier im Prinzip alle angewiesen auf ASML, die irgendwelche Chips herstellen wollen.
Und die wiederum werden dann verkauft an Hersteller, wie zum Beispiel eine Apple oder eben auch eine Samsung, eine Xiaomi oder wie sie alle heißen. Und das Ganze wird dann an uns ausgeliefert als Endprodukt. In dieser Kette steckt ASML mit drin. Und damit man mal noch ein bisschen besser versteht, was da genau passiert, gibt es hier in dieser ASML-Geschäftsjahresübersicht nochmal eine Darstellung, was denn da genau passiert. Jetzt bin ich nicht der Chip-Experte, auch wenn ich jetzt hier schon einige Chip-Aktien analysiert habe, auf euren Wunsch hin, ja. Aber ich versuche es mal so ein bisschen zu erklären und ziemlich, was hier passiert ist. Es gibt hier diese sogenannten Wafer, das sind Glasplatten, auf denen dann Chips eingebrannt werden mit dieser Lithografie-Methode. Im Prinzip wird da sozusagen anhand von Licht diese Chips eingebrannt auf den Wafer. Das Ganze sieht dann so aus, wird dann eben hier nochmal separiert, wird dann im Prinzip hier nochmal geprüft, wird implementiert und alles drum und dran. Das ist im Prinzip so ein Kreislauf, wo man dann die Wafer im besten Fall auch eben entsprechend wieder benutzen kann. Und diese Lithografie-Methode, das ist im Prinzip genau das, wo ASML führend ist und wo kaum ein Hersteller im Moment an ASML vorbeikommt. Es gibt hier diese schöne Übersicht, wo man mal in diesem Prozess, diesem Produktionsprozess sieht, wer denn da die führenden Hersteller sind. Das Ganze fängt ja mit diesen Silicon-Wafern an. Da ist tatsächlich ein japanisches Unternehmen, Tokyo Electron, führend in diesem Bereich. Genauso wie das Coating von diesen Wafern. Dann kommt hier ASML mit rein, die dann nämlich eben sozusagen in der Produktion, also in der Geräteherstellung für dann die Chip-Fabrikation die führenden sind. Dann gibt es hier nochmal für die Lichtquelle Gigaphoton, auch aus Japan. Dann gibt es für die Inspektion Lasertec, ebenfalls aus Japan. Soweit ich weiß, ist ASML da ebenfalls mit involviert, jetzt nicht bei der Firma, aber eben hier in diesem Produktionsschritt. Dann Tracing, da gibt es dann eben auch zwei japanische Firmen, Yeol und Nuflare Technology. Und wenn es dann hier sozusagen ans Entfernen unnötiger Dinge kommt und ans Optimieren des Ganzen. Dann gibt es hier ebenfalls noch Tokyo Electron, die wir hier oben schon sehen, und Screen Holdings, eben beide aus Japan. Das heißt, wir sehen rein japanische Unternehmen, die diesen Markt beherrschen, und eben aus Holland noch ASML, die diesen Produktionsprozess da sozusagen mit enthalten sind und einen wesentlichen Anteil liefern, indem sie nämlich die Geräte herstellen, auf denen dann das Ganze passiert und produziert wird. Sie sind dabei weltmarktführend. Es gibt, soweit ich weiß, keinen großen Wettbewerb, mit dem sie da noch groß konkurrieren müssen. Aber in diesem gesamten Produktionsprozess, sehen wir ja hier schon, ist ASML natürlich nicht alleine. Und da sind sie auch nicht die Größten, auch wenn sie einer der größten Unternehmen in diesem Halbleiter-Zuliefererbereich sind. Aber dadurch, dass sich das über solche viele Produktionsschritte ausdehnt, gibt es da sehr viele Marktteilnehmer, die eben da mit dabei sind. Und das gucken wir uns ebenfalls gleich an. Schauen wir aber erstmal auf den Blick, wie sehen denn die Geräte von ASML aus, damit man mal sieht, durch welchen Produktionsprozess die Ganze durch müssen. Es gibt hier verschiedene Gerätetypen für verschiedene Arten und Weisen und Herstellungsvarianten und Formen. Es gibt eben auch alte Methoden und neue Methoden, um eben momentan auch die neuesten Chips herzustellen. So ein Gerät kann durchaus mal 30 bis 100 Millionen kosten, je nachdem, was da genau gefordert wird. Und dadurch, gerade jetzt im Moment, Corona-Zeit lässt grüßen, wir haben einen Chipmangel, das liest man überall, sowohl in der Automobilherstellung als auch eben in den sonstigen Chip-Varianten, egal ob es jetzt ein Tablet ist oder ein Notebook. Überall wurde nochmal aufgerüstet, überall wurde ja umgestellt. Mittlerweile ist ja auch wirklich in allem irgendwo ein Chip drin. Nicht nur in unseren Uhren, wie jetzt hier, sondern eben sogar schon mittlerweile im Wasserkocher, im Staubsauger, Roboter, im Fensterputzapparat und so weiter und so fort. Überall finden sich mittlerweile Chips. Insofern ist hier der Absatz reißend jetzt gerade noch mal deutlich gestiegen. Wir haben jetzt einen gewissen Mangel an Chips. Das heißt, die Hersteller reißen sich auch um die Geräte von ASML. Und es gibt eigentlich keine groß andere Alternative, als eben hier für ASML zu benutzen. Wie gesagt, sie sind nicht die größten Zulieferer in diesem Bereich. Tatsächlich ist das dann Applied Materials. Die sind sogar ebenfalls noch mal stark gewachsen, bevor ASML. Da geht es dann aber tatsächlich um diesen Gesamtmarkt 2020 für die Semiconductor-Herstellung, also für die Chip-Herstellung. Gefolgt dann von Lam Research und dann gibt es hier eben noch einige andere, die eben in diesem Bereich mitspielen. Aber wir sehen schon, ASML ist hier ganz vorne mit dabei und eins der größten Unternehmen überhaupt im Bereich Chip-Herstellung. Jetzt gucken wir uns mal das Unternehmen von der Finanzseite ein bisschen genauer an und schauen uns mal, wie läuft denn das Geschäft so, nach dem, was wir jetzt alles so erfahren haben. Und dazu gehen wir in den Aktienfinder, gucken uns als allererstes mal den Umsatz an und sehen hier ganz schön,
hier auch seit 2000 ungefähr. Der Umsatz hat erstmal eine ganze Weile gebraucht. Es gab dann hier auch durch die Finanzkrise nochmal eine ordentliche Delle. Aber ab dann ging es hier tatsächlich wirklich durch die Decke und wirklich nach oben. Das Wachstum soll auch relativ steil bleiben und weiterhin stark bleiben. Und wir sehen auch Bruttomarge 51%, operative Marge 33%, Nettomarge 29%. Die Margen sind vom Grundsatz her auch recht stabil oder leicht steigend, sollen auch weiterhin steigen. Also ein sehr erträgliches Geschäft. Bleibt einiges hängen, starkes Wachstum, die Geräte sind sehr stark nachgefragt und dementsprechend wird auch weiterhin ein starkes Wachstum prognostiziert für das Unternehmen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, aus welchen Segmenten kommt denn der Umsatz her, dann ist das ziemlich fein aufgedröselt und ehrlich gesagt kann ich dazu gar nicht viel sagen. Extrem Ultraviolett, Argon Fluid, Immersion, dann Service und Field Operation, das sind dann wahrscheinlich noch Aufbau- und Wartungsdinge, dann kommen wir hier so langsam Richtung Superman mit Kryptonfluorid und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt, da bin ich jetzt zu weit raus aus der Technik, um genau einschätzen zu können, was uns das eine sagt oder nicht. Das Wichtige ist, wir sehen vom Grundsatz her, es wächst und der größte Bereich hier, der ist jetzt eben aus diesem extrem ultravioletten Bereich, gefolgt hier von Argon und Fluorid Immersion. Vielleicht kennt sich da jemand ein bisschen besser aus und kann mir das mal unten mit reinschreiben. Ein bisschen interessanter ist dann auch die regionale Verteilung der Umsätze. Auch das sieht man ja mittlerweile im Aktienfinder ganz schön dargestellt. Und da sehen wir tatsächlich auch ganz schöne Sprünge. Wenig überraschend ist Taiwan hier mit der größte Absatzmarkt für ASML. Das dürfte dann eigentlich nur Taiwan Semiconductor sein, beziehungsweise vielleicht wenige kleine andere Hersteller. Da sehen wir, gab es einen Riesensprung 2019. Das hat sich jetzt hier zu 2020 ein bisschen abgeflacht, also Geschäftsjahresende 2012, 2020, also Ende 2020. Da ging das sogar noch ein bisschen zurück. Wir sehen hier Südkorea, also Samsung aller Voraussicht nach, ist dafür deutlich zurückgegangen, hat dann aber hier 2020 nochmal ordentlich zugelegt. Dann kommt China, dann kommen die Vereinigten Staaten, Japan, Europa und der Rest ist eigentlich verschwindend gering. Wir sehen also, der Großteil, ungefähr 34%, der kommt aus Taiwan, zumindest 2020. Das Jahr davor waren es fast 45%, aber das Jahr davor gerade mal 18%. Also wir sehen extreme Sprünge, woher teilweise die Umsätze kommen. Und das hängt natürlich auch sehr viel damit zusammen, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Fabrik gebaut wird von TSMC, von Samsung und die erstmal ausgerüstet werden müssen, dann sind das natürlich Milliardenaufträge, wenn so ein Gerät mal ein paar hundert Millionen kostet oder 30 bis 100 Millionen oder vielleicht dann noch mehr. Dann kommen da ein paar Milliarden mal in einem Land, dann wird eine Fabrik woanders gebaut. Aber das sind mit Sicherheit auch Aufträge und Projekte, die über Jahre hinweg schon geplant sind. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sich denn die Gewinne und die Cashflows entwickelt haben über die Jahre hinweg. Und da sehen wir, es gab sogar schwierige Phasen hier nach dem Dotcom-Crash und dann eben hier auch nach dem Finanzcrash. Da hat ASML tatsächlich sogar mal Geld verloren. Es wird ja auch häufig von dem Schweinezyklus in der Chipbranche geredet. Das ist eben in stark zyklischen Phasen, in konjunkturell starken Phasen, da gehen die Preise und Kurse extrem nach oben, da ist die Nachfrage extrem groß und dann gibt es eben Phasen, in denen es konjunkturell eher schwierig ist, Rezessionen und ähnliches, dann wird eben weniger nachgefragt und dann brechen hier eben auch die Umsätze entsprechend ein. Wir sehen, das war jetzt das letzte Mal 2009 der Fall, seitdem hat sich das eigentlich ziemlich schön gesteigert. Die Gewinne haben hier auch nochmal richtig angezogen, in Richtung 2020 auch nochmal. Das mit Sicherheit auch durch Corona, das soll sich auch dieses Jahr fortsetzen, aber soll auch die nächsten Jahre sehr stark so weitergehen und soll weiterhin stark bleiben. Wir sehen auch der Cashflow, auch der wächst sehr ordentlich an. Wir sehen hier auch eine Dividende, die gezahlt wird, die ebenfalls gesteigert wird. Und dementsprechend sehen wir hier eigentlich ein sehr schönes Geschäftsmodell und ein sehr schönes Wachstum, was wir uns natürlich auch wünschen bei den Unternehmen, wo wir investieren. Jetzt gucken wir uns mal in die Bilanz etwas rein, sehen auch die ist entsprechend gewachsen mit der Zeit. Wir sehen, es gibt hier auch einen ansteigenden Goodwill vom Großteil. Es gab nämlich auch ein paar Übernahmen von ASML, von kleineren Unternehmen, um sich Technologie nochmal zusätzlich mit reinzukaufen. Aber ansonsten sehen wir auch, dass Kernvermögen, Cash-Wertpapiere gestiegen ist. Wir sehen, die Gesamtverschuldung, die wird sogar durch das Kernvermögen gedeckt. Und wir sehen die zu verzinsenden Schulden. Alleine die Tilgung aus diesem Jahr, also aus 2021, würde schon ausreichen, um die gesamte zu verzinsende Schuldlast zu begleichen. Das heißt, Sie könnten in weniger als einem Jahr bereits Ihre kompletten Schulden zurückbezahlen, zumindest die, die Sie verzinsen müssen. Dieses Nichtverzinste, das sind dann zum Beispiel irgendwelche Dinge, die Sie Kunden schulden oder sonstiges, ja. Also da hängen Aufträge mit zusammen. Das ist jetzt nicht wirklich etwas wie typische Bankkredite. Das ist dann eher das hier und das könnten Sie leicht tilgen. Insofern von der Bilanz her absolut solide. Verdienen Geld wie Heu, kann man sagen. Von der Warte erstmal absolut kein Problem.
Aktienrückkäufe macht das Unternehmen ebenfalls jetzt schon seit ein paar Jahren, genauer gesagt hier so seit 2014. Seitdem machen sie einigermaßen konsequent Aktienrückkäufe. Hier haben sie mal irgendwie neue Aktien ausgegeben, warum auch immer. Und ansonsten geht es aber eher tendenziell ein bisschen zurück, was uns als Aktionäre ebenfalls freut. Dann haben wir einen größeren Anteil am Unternehmen. Gucken wir uns mal die ersten Bewertungen an, gehen auf KGV und KCV ein und dann sehen wir hier schon bilanzielles KGV 63, bereinigtes KGV 63. Also man spricht ja dann eher von hohen KGVs vom Grundsatz her. Was sagt das KGV uns eigentlich aus? Nicht mehr als, dass die Zukunftserwartungen an die weitere Entwicklung sehr positiv sind. Und das kann man bei ASML mit Sicherheit auch unterstreichen. Wir sehen halt auch, im historischen Schnitt ist das eine ziemlich hohe Erwartung an die Zukunft. Wir sehen natürlich auch, dass der Kurs extrem nach oben gelaufen ist. Also wir sehen auch im historischen Schnitt des Unternehmens relativ hoch, auch ansonsten im Technologieschnitt eher relativ hoch. Wir sehen ansonsten hier noch eine Dividende, 0,4%, also eher homöopathisch, marginal. Da steigt jetzt keiner wegen der Dividende heute ein. Nichtsdestotrotz gucken wir uns das mal an, wie sich die Dividende entwickelt hat. Und da sehen wir, in der Spitze hätten wir sogar mal 1,8% Dividendenrendite bekommen. Da war der Kurs dann entsprechend auch deutlich niedriger. Wir sehen aber eben auch, im Schnitt der letzten 5 Jahre wäre der Korridor irgendwie so 0,7 bis 1% gewesen. Jetzt sind wir bei 0,4. Also insofern, wir sind da weit runter. Im Moment muss man jetzt nicht unbedingt wegen der Dividende einsteigen. Aber was durchaus interessant ist bei ASML, ist das Dividendenwachstum. Wenn wir jetzt heute reingehen würden und die Aktie bis 2039 unverändert halten würden und die Prognosen, die hier für das Dividendenwachstum angenommen werden, sich bewahrheiten, dann hätten wir fast 10% persönliche Dividendenrendite gerechnet auf unseren heutigen Kaufpreis. Und das ist natürlich auch schon nicht schlecht. Sie haben auf jeden Fall noch ein relativ kleines Payout-Ratio, das heißt, da ist noch Luft nach oben, Sie können noch mehr auszahlen. Wenn sich das Wachstum so fortsetzen würde, dann haben Sie auch genug Luft, Ihre Dividende entsprechend weiterhin in zweistelligen Prozentbereichen zu erhöhen. Und das ist natürlich schon mal eine ganz schöne Aussicht vom Grunde her. Jetzt gucken wir uns mal eine andere Bewertung an und gucken uns den Piotrowski-Score an. Auch der ist grün, 6 von 9 Punkten, nicht optimal, aber bei weitem auch nicht schlecht. Die Verschuldung ist hier so ein bisschen gestiegen. Wir sehen, dass die Liquidität gesunken ist. Wir sehen, dass hier auch ein bisschen neues Eigenkapital aufgenommen worden ist. Das passt nicht zu dem, was wir hier im Aktienfinder gesehen haben. Insofern ist es vielleicht auch eine 7 von 9, spielt aber keine Riesenrolle. Ist im grünen Bereich, insofern auch hier vom Piotrowski-Score her alles soweit in Ordnung. Und damit gucken wir uns jetzt mal die Unternehmensbewertung im Aktienfinder etwas genauer an. Und ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal angekündigt. Wir haben hohe Bewertungen, zum Beispiel jetzt auch beim KGV gesehen. Wir haben am Anfang schon gesagt, dass der Kurs recht stark gestiegen ist. Dementsprechend ist es jetzt nicht verwunderlich, dass wir hier eine sehr hohe Kursentwicklung haben, eine sehr hohe Bewertung vom Grundsatz her. Nochmal zur Erinnerung, das Schwarze im Endeffekt, das ist der aktuelle Kurs bzw. auch der historische Kursverlauf. Und dann die farbigen Linien, das ist der faire Wert, der berechnet wird auf Basis der historischen Kennzahlen. Hier in grün, dann auf Basis vom KGV, die gestrichelte Linie, die sich ziemlich genau deckt mit der grünen Linie auf Basis des bereinigten KGVs und hier diese hellgrüne Linie auf Basis vom Cashflow. Und wenn wir uns das mal angucken und die Standardeinstellung vom Aktienfinder sieht ja hier so die letzten 10 Jahre ungefähr vor, dann haben wir hier eine ordentliche Überbewertung und zwar von um die 50%, zumindest jetzt hier mal zum bereinigten KGV heute. Wir sehen, selbst bis Ende 2024 würde die faire Bewertung nicht den aktuellen Kurs erreichen. Wir müssen aber auch sagen, wenn wir mal hier unten gucken, der nimmt natürlich hier auch KGVs mit rein von zum Teil 10, 13 und so weiter, also noch relativ niedrige KGVs aus der Vergangenheit, die jetzt heute bei dem Technologieunternehmen so oder so kaum noch zu finden sind. Also gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen in anderer Darstellung an, nehmen hier mal die Bewertung ab 2013, wo wir schon KGVs zumindest von 26, 27 und so weiter hatten, nehmen das her als Basis und dann sehen wir, würden wir tatsächlich heute ungefähr auf dem Niveau sein von Ende 2024. Das heißt, der Kurs könnte jetzt eigentlich 3 Jahre seitwärts laufen und wir hätten dann erst eine faire Bewertung. Das ergibt dann zu den heutigen fairen Werten ungefähr eine Überbewertung von 43%, also immer noch sehr ordentlich und die KGVs heute sind auch schon hoch. Aber wir sehen auch natürlich grundsätzlich weiterhin ein starkes Wachstum, 60% beim Gewinn. Wir sehen dann auch 2022 nochmal 22%, 12%, 20%. Ja, auch die Cashflows sollen hier um die 20% wachsen. Also auch weiterhin ein starkes Wachstum, was erwartet wird. Und das steckt einfach in den Kursen mit drin. Aber mit Sicherheit natürlich viel die Diskussion über Chips. Und das Unternehmen war ja auch zwischenzeitlich sehr gehypt in sozialen Medien. Auch hier auf YouTube wurde eigentlich sehr viel schon darüber berichtet. Dementsprechend sind da mittlerweile auch sehr viele Leute drin und investiert.
Ob das denn jetzt so weitergehen kann oder ob jetzt auch ein guter Einstiegszeitpunkt ist, das schauen wir uns jetzt anhand der Charttechnik mal ein bisschen genauer an und gehen deswegen hier mal wieder in den langfristigen Chart. Und was wir jetzt hier sehen können, ist erstmal hier so eine gewisse Seitwärtsphase, bevor es dann hier nach der Finanzkrise in einem ziemlich geordneten Aufwärtstrend nach oben ging. Und dann sehen wir hier zum Corona-Crash ging es dann hier eben nochmal unten hin. Also da sehen wir genau wieder hier diese Aufsatzbewegung an diesen Aufwärtstrend. Und dann ging es steil nach oben, hat dann hier auch erstmal kurz Pause gemacht an der oberen Begrenzung des Aufwärtstrends und hat jetzt sogar noch das Ganze nochmal überdehnt. Also von 500 Euro tatsächlich auf über 700 Euro. Also nochmal eine ziemliche Überdehnung nach oben des Ganzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das so weitergehen kann oder nicht. Dazu zoomen wir jetzt mal ein bisschen rein, gucken uns das Ganze in dieser Zeitphase etwas genauer an. Da sehen wir das gleiche Bild. Wir sehen hier diese Überdehnung nach oben, zumindest was die Charttechnik angeht. Und jetzt kann man mal vom Grundsatz her schon darüber diskutieren, ob das nicht so weitergehen kann, ob das nicht gerechtfertigt ist, auch auf Basis dessen, was wir jetzt an weiterem Wachstum gesehen haben. Und es hilft natürlich durchaus, wenn man auch mal hier an diese Hochs, die wir jetzt hier so seit 2010 haben, einfach mal einen Aufwärtstrend anlegt. Dann sehen wir, dass wir jetzt genau aktuell auf diesem Niveau sind. Also wenn wir einfach mal hier diese Hochs als Basis nehmen und hier den Aufsatz wagen, dann sehen wir, dass wir genau hier auf diesem Level momentan diese Pause einlegen. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, geht das jetzt hier nach unten weg? Haben wir jetzt eine Überbewertung, die sozusagen wieder abgebaut wird oder setzt sich das Ganze fort? Dazu gucken wir jetzt mal in die etwas kurzfristigere Darstellung, gehen auf Tageskerzen. Und was wir jetzt hier sehen ist, wir sind jetzt hier schon ziemlich weit oben. Wir sehen auch diese 44% oder 43%, die gerade der Aktienfinder gesagt hat, die das Ganze überbewertet ist, die würden uns ungefähr wieder auf die Niveaus von Mai, Juni 2021 bringen. Das wäre alles andere als verwunderlich, wenn es jetzt einfach nochmal hier ein bisschen zurückgehen würde. Natürlich sind 44%, 43%, 40% Kurseinbruch natürlich nochmal recht heftig, aber wir haben das schon bei einigen Aktien gesehen, die relativ hoch geflogen sind, auch gerade dieses Jahr schon, Anfang des Jahres bei vielen Technologiefirmen. Also ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Und es wäre auch gar nicht verwunderlich, wenn sowas jetzt hier nach einem starken Lauf einfach mal einen tiefen Durchatmer macht und hier so auf diesen alten Tiefs aufsetzt. Vielleicht sogar ja noch tiefer. Die 53% oder 50%, die der Aktienfinder ja ebenfalls ausgewiesen hat. Wobei, wir haben ja schon festgestellt, das sind vielleicht nicht mehr die sinnvollsten Werte. Dann wären wir hier unten irgendwo auf diesem Ausbruchsniveau aus November 2020. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier irgendwo doch nochmal einpendelt, also die Wahrscheinlichkeit, dass es hier nochmal runtergeht und sich hier nochmal einpendelt, neue Kraft sammelt, bevor es dann wieder weiter wächst, die sind gar nicht so gering. Das heißt, aus meiner Sicht im Moment glaube ich auch, dass die Aktie eher hoch bewertet ist und einfach auch mal einen Durchatmer braucht. Wie tief sie dann geht, das werden wir sehen. Ob das jetzt wirklich die 43% sind bis hier auf dieses Niveau, so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass es vorher schon dreht. Wenn sie gute Geschäftszahlen weiterhin bringen, dann kann die Party durchaus weitergehen. Warum auch nicht? Aber dass es vielleicht mal eine gewisse Verschnaufpause gibt, das würde ich jetzt nicht ganz von der Hand weisen, denn man muss ja sagen, 20% Wachstum pro Jahr beim Umsatz und beim Gewinn, das was jetzt erwartet wird, das lässt sich schwer übersetzen mit einer deutlich höheren Kursentwicklung auf Dauer. Und im Moment sind die Kurse, glaube ich, einfach dem Ganzen etwas vorausgeeilt. Und das ist auch das, was mir die Charttechnik im Moment sagt und was ich aus der Charttechnik heraus sehe. Das heißt, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich jetzt noch einsteige, würde ich im Moment tatsächlich nicht einsteigen oder wenn dann nur mit einem kleineren Betrag, um überhaupt mal an der Aktie zu partizipieren. Aber einen größeren Betrag würde ich jetzt erstmal nach einer Korrektur abwarten. Im Moment sind wir ja auch in einem Marktumfeld, in dem es eher mal korrigieren könnte. Wir haben ja Anfang der Woche eine größere Korrektur gesehen. Unruhen aus China, Zahlungsunfähigkeit Amerika und so weiter und so fort. Da gab es ein paar Faktoren. Habe ich ein Video am letzten Dienstag zu gemacht. Verlinke ich auch gerne nochmal hier oben, falls du es nicht gesehen hast. Die sorgen eher für ein etwas unruhigeres Marktumfeld, passt auch zur Saisonalität. Aber auf der anderen Seite, es ist ein sehr, sehr gefragter Markt im Moment, die Chip-Produktion. Wir sehen da momentan noch kein Ende am Tunnel. Das Ganze kann durchaus vielleicht noch eine Weile so weitergehen. Insofern will ich das nicht ausschließen, vielleicht aber trotz allem eher mit einer kleineren Position als mit einer größeren Position einsteigen. Und was habe ich jetzt gemacht? Tatsächlich bin ich in der Aktie schon drin, in ASML. Wir haben sie übrigens auch in unserem Musterdepot. Also ich habe ein Musterdepot mit meinen Kunden, wo wir die Ankerstrategie handeln, mit meinen Teilnehmern. Da sprechen wir jede Woche drüber, wie sich die Aktien entwickelt haben. Auch da gehört ASML mit in das Musterdepot mit rein. Da sprechen wir jede Woche drüber, wie ist die Kursentwicklung, wie könnte man jetzt einsteigen oder nicht. Wenn du daran Interesse hast und ebenfalls das mitverfolgen möchtest und auch überhaupt mal die Ankerstrategie lernen möchtest, dann melde dich gerne mal hier unten für ein kostenloses
Strategiegespräch, dann lernen wir uns mal kennen. Ich kann mal gucken, ob das überhaupt zu dir passen würde und ob dir das weiterhelfen würde, und würde mich freuen, dich kennenzulernen. Ansonsten hoffe ich, die Analyse hat dir ebenfalls was gebracht. Wünsche dir eine wunderschöne Woche. Viel Erfolg an der Börse weiterhin und noch eine gute restliche Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.